Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt es wieder gelesen, unterwegs in Hamburg, unsere Perle im Norden, Teil 2. Wir sind wieder da und haben das perfekte Wetter mitgebracht. Ja, Schiffchen kommen raus. Theoretisch kann es sein, dass wir heute wieder ein Kreuzfahrtschiff sehen, wie beim letzten Mal. Schauen wir mal, ne? Wir sind gespannt. Und ich denke mal, seid gespannt. Los geht's nach unserem Intro. Wir sind ganz schnell wieder rein. Ist dann doch ein bisschen sehr kalt mit, ich muss hier gucken. 5 Grad, glaube ich, haben wir. 4 Grad. 4 Grad sogar. Und der Wind ist natürlich sehr, sehr, sehr eisig. Aber trotzdem, wir wollten gesagt, wenigstens die erste Szene soll draußen sein. Wir wissen auch noch nicht, was uns überhaupt dieses Wochenende erwartet. Nö. Weil ich weiß nur eins, deine Ohren sind knallerot. Ja, dennoch. Was wir wissen, was nicht stattfindet, wir fahren nicht zum Volksdorfer Markt, denn wir wollten eigentlich Olivenöl und Balsamico-Essig kaufen, aber... Ja, das hat sich erledigt. Der ist noch in Winterpause, der Verkäufer. So ist das nun mal. Ja auch sei ja auch gegönnt. Nicht? Wir werden jetzt auf jeden Fall was richtig unsere Würstchen wieder machen. Falls ihr euch wundert, warum ich mal nach da gucke, wir sind direkt Finkenwerder und haben einen super Blick auch auf Airbus und da könnte es sein, dass gleich schon wieder die nächste Maschine startet. Wir haben gerade einen Beluga gesehen. Es ist so hammer. Mega. Mega. Und wir werden euch jetzt ein paar Impressionen zeigen, die wir gerade aufgenommen haben. Und dann melden wir uns wieder, entweder nach dem Essen, wenn wir wieder was zu zeigen haben. Schiffchen kommt hier auch gleich ums Eck. Also dieses Video wird wieder voll mit Kreuzfahrt, Wasser etc. sein. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Der Marcel, der schneidet hier fleißig. Ja, das Video, was ihr schon gesehen habt, kann sein, dass es letzte Woche lief. Wissen wir aber nicht. Ihr wisst es mehr als wir, weil ihr wisst ja, ihr seht es und wir reden aus der Vergangenheit in die Zukunft der Gegenwart. Es geht auf jeden Fall um die Kühlleistung von Kompressor und Absorberkühlschrank. Genau, das sind wir nämlich gerade am Schneiden hier. Aufgenommen haben wir eigentlich alles schon. Ja, wir warten hier am... In Finkenwerder sind wir hier in der Ecke, haben einen schönen Blick auf Blankenese. Mhm. Auf jeden Fall Teufelsbrück ist genau hinter euch. Das heißt, wenn ihr euch jetzt einmal kurz umdreht, habt ihr... Das habt ihr ja vorhin schon gesehen, dass da hinten ein Anleger ist. Das ist nämlich Teufelsbrück. Und dann sind wir in Blankenese auf jeden Fall. Also Blankenese dann oder ein bisschen weiter da. Ja, man kann so schräg rüber gucken. Auf jeden Fall warten wir auf ein Kreuzfahrtschiffchen. Das letzte Mal, wo wir ja in Hamburg waren, da haben wir die AIDA... Irgendwas, glaube ich, gesehen. Luna? Könnte die Luna gewesen sein, ja. Wir wissen es aber nicht. Diesmal ist es prima. Ist richtig prima? Ist nicht die Perla, ist die das prima? Das ist ja prima. Genau, Viva Colonia. Wo wir gerade so prima glauben noch in der Faschings-Karnevalzeit sind. Wir versuchen euch das einzufangen. Genau. Mit ja, ein paar Einblendungen und so weiter mit der Kamera hier. Wird das ein bisschen schwierig sein, aber ich versuche das mit dem Handy einzufangen. Genau, weil gerade ist ein dunkle, ist ja dunkel gerade. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns schon drauf, endlich mal wieder ein Kreuzfahrtschiffchen zu sehen. Ja. Sind ja nicht umsonst die Kreuzfahrtcamper, nur dass wir halt immer noch in der, Holzklasse würde ich nicht sagen. Naja. Wir sind halt Selbstversorger. Ja. Anders geht's halt nicht. Wir haben Kombüse und Co. hier alles in einem. Aber eins will ich noch dazu sagen, ich finde das bei AIDA natürlich richtig schön, weil die meisten, oder beziehungsweise einige davon, die sind ja immer so schön beleuchtet. Und die Prima ist das nämlich auch. Das ist sehr prima. Wir haben ein paar Tage, sind wir zu früh, sonst hätten wir die Cosma wieder gesehen. Die haben wir ja in Bremerhaven gesehen. Ja. Ja, auf jeden Fall, wir freuen uns auf einen richtig tollen Tag in Hamburg. Es ist ja wirklich
sternklar wird es sein, alle Wolken es wird weg. Kalt die Nacht, aber nächsten Tag wird es wieder wärmer werden und das wird schon gehen. Heute Mittag, so gegen 13.30 Uhr, da hat das ja gepieselt bis zum geht nicht mehr bei uns in der Heimat. Ich habe gedacht, was ist das für ein Blödsinn, aber jetzt richtig schön. Und morgen werden wir einfach mal gucken, was wir erleben. Wir werden auch versuchen, die Fähre mitzunehmen. Das heißt, ihr kriegt wieder ein bisschen Bilder über den Hafen. Wir sind ja richtig. Wir nehmen euch mit. Wir sind richtige Freunde von Hamburg und das sollt ihr einfach erleben, damit ihr auch wieder einen Reisevlog habt und nicht nur so ein technisches Gedöns. Sonst kriege ich wieder Ärger mit anderen Followern, die dann sagen, immer ihr mit eurer Technik. Ja. Ja, wir bieten einfach alles mal an. Und in diesem Sinne, jetzt gibt es Bilder von der AIDA. Prima. Ja, ist wieder mal nicht dabei. Mann. Ach so, ich sollte was sagen. Ja, prima, solltest du sagen. Prima. Das ist ja prima. Mensches Kinder. Einsatz verpasst. Ja. Du hast nicht nur einen Satz verpasst, du hast mehrere Sätze verpasst. Genau, auf jeden Fall die Prima. Guten Morgen! Guten Morgen! Ja, wir haben es sage und schreibe Viertel vor neun. Und ja, Haare sind noch nicht gemacht. Wir wissen noch nicht, wahrscheinlich werden wir es gar nicht machen, weil es kalt draußen ist. Minus 2 Grad haben wir. Nebenan steht ein Auto. Also Mützenwetter. Mützenwetter, da brauchen wir uns die Haare nicht machen. Auch unser Auto war heute Morgen gefroren. Es ist immer noch so ein bisschen. Also das Panoramadach, was man dann da sehen kann. Ja, ich habe es draußen da gesehen, weil da draußen steht ein Auto, der hat auf jeden Fall kratzen müssen. Jo. Wir nicht, das ist der Vorteil, wir mussten nicht kratzen, stehen wieder Finkenwerder am wunderbaren Blick auf Blankenese, haben wir aber nicht übernachtet, weil das Übernachten ist hier nicht erlaubt. Genau. So, das muss man wirklich dazu sagen. In diesem Video werden wir euch auch keinen Stellplatz vorstellen. Es gibt im Hafen gibt es Campingplätze, die könnt ihr alle bei Park4Night finden. Und bei Park4Night gibt es auch Plätze, wo man sich gegebenenfalls hinstellen kann, um einfach mal ein bisschen sich auszuruhen. Das so viel, falls ihr heute denkt, dass wir euch einen Platz vorstellen. Nein, haben wir nicht vor. Ja. Ich bin gerade dabei, das Video hochzuladen, was ihr schon hoffentlich gesehen habt. Ging um die Kühlschrankvergleiche. Stefan macht hier gerade unser lecker Frühstück. Freue ich mich drauf. Und dann werden wir einen tollen, tollen Tag in Hamburg haben. Und wie sagt man so schön in Hamburg? Moin. Das machen wir jetzt auch. Moin Frühstück. Genau. Mehr gibt's dann, wenn wir wieder auf dem Wasser sind. Angekommen an der, am Anleger sind wir schon. Genau. Wir tun hier anlegen, weil wir haben es geschafft um so viele Sekunden. Ja, ist gerade hochgegangen. Wir hatten ein Anliegen, aber der Fährfahrer hatte kein Anliegen für uns oder kein, wie heißt es? Kein Mitleid mit uns. Kein Mitleid, der ist einfach weggefahren. Wir haben es jetzt 10 vor 11. Ja, ihr merkt, wir haben es heute uns gut gehen lassen, aber wir haben uns Schnittchen geschmiert, wir haben uns Tee mitgenommen, weil wir haben so 2 Grad gerade mal. Uiuiui. Aber das soll uns nicht stören. Wir wollen heute eine richtig schöne Zeit haben. Ihr seht das Licht. Es ist so hammermäßig, als wenn wir Sommer haben. Ich habe gerade mit Mutti telefoniert, schon, weil sie vom Pool gesprochen hat. Also reinspringen im Pool wirklich jetzt gerade nicht. Das ist noch kalt, ja. Könnte sehr kalt sein. So, jetzt warten wir auf die nächste Fähre und dann werden wir euch wunderschöne Impressionen aus, nicht Ausfahrt. So, ja, in Richtung, in Rheinfahrt in den Hafen. Die Einfahrt in den Hamburger Hafen und dann sehen wir uns wieder bei den Landungsbrücken bzw. auf der Jan-Fedder-Promenade.
So, eine wunderschöne Überfahrt rein nach Hamburg, das haben wir jetzt getätigt. Hinter uns steht der wunderbare Hallunderjet, der ganz schön kaputt ist, alter Falter. Ja, unten, es blättert die Farbe ab, nicht? Hat man wahrscheinlich nur die billige aus dem Obi wieder genommen und nicht die, die da hingehört. Die billige Farbe, genau. Genau, wir werden jetzt Richtung, wir sind auf der Jan-Vetter-Promenade. Ist natürlich wieder gut besucht. Bei schönem Wetter in Hamburg ist das klar, da ist jeder hier. Und das auch zu Recht, weil das kann man ja richtig schon genießen, am Hafen entlang spazieren. Was will man mehr? Unser nächster Plan ist theoretisch jetzt die Hamburger Meile. Da wollen wir als nächstes hin, um uns einfach Handschuhe zu kaufen, weil es ist dann doch ein bisschen zu kalt für den heutigen Tag. Ja. Und der nächste Plan ist dann wohin? Dann werden wir mal zum Ohlsdorfer Friedhof fahren. Mal gucken. Genau, weil das soll wohl auch sehr, sehr interessant sein. Immerhin ist auch Jan Vetter begraben. Das machen wir jetzt und ja, wartet. Seid gespannt, was wir als nächstes an Bildern zeigen. Mission Handschuh erfolgreich. Genau, sogar mit Touch. Genau. Und das Ganze für 1 Euro. Für 1 Euro, genau. Nicht mal für 1 Euro. Und 1 Euro. 99 Cent nur. Ja, genau. Und das bei Hamburger Meile. So, haben wir jetzt genug Werbung gemacht? Wir haben ja nicht gesagt, wo wir es gekauft haben, ne? Ja, ist ja auch wurscht im Endeffekt. War aber auch runtergesetzt, deswegen. Ja, also. Deshalb normalerweise 4 Euro, wir haben nur 99. 5 Euro, 4,99. Ach Gott, ja, egal. Auf jeden Fall haben wir 4 Euro gespart. So besser, findest du es besser? So besser? Ja, ja. Gut. So, wir sind jetzt am Ohlsdorfer Friedhof. Das ist ein bisschen da, das ist ein bisschen hier. Und es ist ein bisschen dunkel. Das könnte aber sein, weil das Licht gerade. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist halt immer. Auf jeden Fall werden wir hier, so hart es klingt, eine Brotzeit machen. Aber das Schöne an dem Ohlsdorfer Friedhof ist ja gleichzeitig mit einer Parkanlage. Man soll ja den Tod mit ins Leben holen. Genau. Ne? Und nicht auf einmal abschaffen. Und eigentlich sind wir ja hier hauptsächlich wegen der Parkanlage. Wir wollen uns die Parkanlage mal anschauen. Und dann nehmen wir euch gern mit. Genau, also von daher. Werden wir euch ein paar Szenen einblenden vom Ohlsdorfer Friedhof. Ein lauschiges Plätzchen haben wir uns jetzt hier gesucht. Man kann doch schon sagen, es ist sehr ruhig hier und wirklich sehr entspannt. Wir haben uns erstmal einen Kaffee und eine Teezeit gegönnt. Und eine Brotzeit. Genau, haben wir noch eine Dose Brot mitgehabt. Die ist jetzt schon leer, ja. Diesmal haben wir ein bisschen mitgedacht, weil normalerweise machen wir das ja nicht. Und dann haben wir irgendwann Hunger oder irgendwie verdursten wir. Und diesmal haben wir wirklich gedacht, weil es eh so schönes Wetter ist, machen wir das mal. Und das Schöne an diesem Platz, wo wir gerade sind, es hat nicht den ganz großen Anschein, dass wir auf einem Friedhof sind. Nein, das ist schon sehr schön hier, das muss man wirklich sagen. Gemütlich, ja. Ruhig, also wie eine Parkanlage. Hier ist um uns Wasser, das zeigen wir euch gleich mal. Mit ein paar Bilder und so, ja. Und dann gucken wir mal weiter, mal sehen, wo wir heute hier landen. Genau, wir haben hier noch einiges vor. Nachher müssen wir auf jeden Fall wieder zum Jungfernstieg. Ja. Denn da wollen wir wieder mal essen gehen. Ja, können wir ja jetzt auch. Wir sind ja geboostert, also von daher, das ist auch kein Problem. Hoffen wir. Also mal sehen, ob es neue Regeln also gibt. Also außer Hamburg hat das jetzt trotzdem, obwohl du 2G bist, also geboostert und sonst was, wenn die dann sagen, die wollen trotzdem einen Test haben. Mal gucken, ganz dann ehrlich. Würden wir nicht essen gehen, dann würden wir wieder zu unserem Buggy fahren und dann würden wir was zum Essen kommen. Genau, aber ganz ehrlich, man steigt auch durch diese ganze Regulierung nicht mehr durch. Da ist es so, bei denen ist es so, hier wird gar nicht drauf geachtet und so weiter und so fort. Naja, aber naja. Das ist aktuell so. Also ich bin echt gespannt. Wir werden uns das Video auch anschauen, so in 2-3 Jahren wahrscheinlich nochmal. Da werden wir hoffentlich alle Mann darüber lachen, das hoffe ich mal. Und einfach nur denken, Gott, was war das für eine komische bekloppte Zeit. Bekloppte Zeit, genau. Aber wir genießen das jetzt hier. Die Sonne ist noch wunderbar da. Trinken unser Tee, trinken unser Kaffee und ja, dann werden wir euch jetzt nochmal ein paar Impressionen vom Ohlsdorfer Friedhof zeigen. In diesem Sinne, Prost! Prost!
langsam verzieht sich die Sonne hinter den Wolken immer mehr. Trotz allem, es ist noch angenehm, auch mit unseren 99 Cent Handschuhen. Ich wollte gerade sagen, es ist ertragbar auf jeden Fall. Also man ohne die Handschuhe nicht. Ich habe gerade Werbung für das Kühlschrankvideo gepostet. Also da sind deine Hände abgefroren. Da frierst du wirklich extrem ab. Ja, jetzt verlassen wir den Ohlsdorfer Friedhof und gehen Richtung Hauptbahnhof und werden dann einfach schauen, was wir dort erleben. Ob wir zur Schanze oder St. Pauli, wir wissen es noch nicht, wir lassen uns einfach überraschen. Auf jeden Fall sagen wir euch, kommt gerne mal zum Ohlsdorfer Friedhof. Ihr habt ja gesehen, wir haben euch zwei Fotos eingeblendet, einmal von Loki und Helmut Schmidt, einmal von Jan Vedder. Das sind richtig schöne Gräber. Und falls ihr da mal einen Brief hinterlassen wollt bei Jan Vedder, könnt ihr jetzt auch mal eine Briefkasse. Da war der Akku leer. Gott sei Dank haben wir diesmal mitgedacht und haben noch ein paar Akkus mitgenommen. Ja, wie gesagt, wir wollen jetzt einfach mal schauen, was wir uns genau anschauen. Auf jeden Fall Ohlsdorfer Friedhof, wie gesagt, es ist schön ruhig hier. Und das, obwohl hier Straßen lang gehen. Also wenn man gewisse Punkte findet, kann man hier wirklich auch runterkommen und selber zur Ruhe. Das ist halt eine Parkanlage, ne? Das muss man einfach sagen. Wir hatten jetzt überlegt, ob wir zum Jenischpark fahren oder zu dem anderen Aberorium, auf jeden Fall Marienthal. Das werden wir zeitlich nicht schaffen. Mhm. Das heißt, wir werden mindestens um einen dritten Teil machen, dann wenn es richtig schön Sommer ist, weil dann wollen wir uns das anschauen. Das heißt, unterwegs in Hamburg, unsere Perle im Norden. Geht irgendwann weiter. Geht auf jeden Fall weiter. Jetzt gucken wir, was wir so erleben ab dem Hauptbahnhof bzw. Jungfernstieg etc. Und da zeigen wir euch dann die nächsten Bilder. So, und jetzt darfst du ausgehen, du Kamera. Jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Was ein Chaos am Jungfernstieg, man glaubt es gar nicht. Und Demo ist hier auch noch, Junge, ja, Junge. Das ist eigentlich der Hauptchaosgrund. Und sonst muss man jetzt aufpassen, dass wir hier nicht überfahren werden. Ja, ein paar Luxuslimousinen, kann man ein bisschen drüber treten. Es ist ein BMW. Immer noch bring ein mich Werkstatt. Ein bayerisches Nürnberg oder bei Mercedes weggeworfen. Also ja, oder bring mich Werkstatt. Bring mich Werkstatt. Siehst du, also eigentlich nichts, was man willkommen kann. So, wir wollen jetzt auf einen Schlag auf jeden Fall zum Essen. Wir haben entschieden, dass wir essen müssen, dass wir Hunger haben. Ja. Und theoretisch, vielleicht geht man auch noch auf Toilette, das wird man dann sehen. Auf jeden Fall weg aus diesem Chaos hier. Das macht einen wirklich Wahnsinn. Und das, man muss überlegen, es ist ja nichts los, ne? Es sind keine Messen, kein gar nichts. Und nö, aber trotzdem, die Stadt ist auf jeden Fall gut befüllt, das muss man sagen. Aber naja. Ist halt auch schönes Wetter. Eben. Ja, wir werden uns dann nach dem Essen melden, werden euch natürlich dann wieder ein Bildchen einblenden, damit ihr auch wisst, wo wir waren. Und es ist keine Werbung, weil er muss es selbst bezahlen. Ach, ich, ne? Ja, du hast gesagt, ich muss einen. Ja, wer so oft recht hat, heute nur mal einen ja, kann ich auch nicht ändern. Vorsicht, Kacke. Jo, so, schon gesehen. Und dementsprechend werden wir jetzt zu unserem Restaurant gehen und hoffen, dass das alles klappt. Also, Mahlzeit. Wir sind sowas von kaputt. Aber glücklich. Und ja, zurück auf jeden Fall. Auf jeden Fall zurück. 18.14 Uhr. Wir haben gut gegessen. Wir haben einen wunderschönen Tag in Hamburg verbracht. Teil 1. Wir bleiben ja noch eine weitere Nacht. Das heißt, wir werden uns noch nicht verabschieden in dem Sinne, weil wir noch gar nicht wissen, was kommt. Aber wir werden jetzt übersetzen auf die nördliche Seite von Hamburg. Also wir werden nach Schleswig-Holstein fahren. Genau, dann werden wir da jetzt noch eine Nacht verbringen, werden aber gucken, dass es dann wieder Richtung Hamburg geht. Wenn das Wetter passt, vielleicht kann man ja morgen auch nochmal was zusätzlich machen. Das wissen wir natürlich noch nicht. Schauen wir mal. Das kommt alles noch. Ja, jetzt waren wir gerade beim, was ist das? Das grüne E? Weiß gar nicht. Blaue E. Blaue E. Das blaue E, da waren wir gerade bitterlich enttäuscht. Hab so gehofft, dass ich meine Mais-Snacks bekomme, denn die gibt es nur hier oben. Ja. Und was ist? Halbes Jahr abgelaufen. Fast. 4 Monate abgelaufen. Ja, gut, yeah. Aber Gott sei Dank noch an der Kasse gemerkt. Ja. Bevor, weil ich habe mich schon gewundert, klickt alles. Und der Kassiererin dann in die Hände gedrückt und haben gesagt, so. Vielleicht sollten sie mal ihr Regal durchgucken. Sie war bloß ein bisschen leicht irritiert, fand ich. Also naja, aber so ist das nun mal. Jetzt habe ich aber es im Internet. Ich weiß, wie sie heißen. Ich weiß, von welcher Firma. Vielleicht kann ich es ja im Internet bestellen. Eurosnacks Maxi Bacon Mais. Falls ihr das auch wisst, vielleicht habt ihr noch einen Link. Würde mich freuen, weil bei uns in der Region gibt es das gar nicht. Ich habe es auch nirgendwo anders gesehen. Ich habe es nur hier oben in Hamburg gesehen. Die stinken aber. Egal. Sind aber glutenfrei und ich vertrage sie. Naja, und sie schmecken anscheinend dir. Und sie schmecken. So, jetzt, wie gesagt, werden wir nochmal schnell unseren Einkauf wegpacken. Dann werden wir rübersetzen. Dann ist es dann wahrscheinlich schon 19 Uhr. Deshalb sagen wir jetzt gute Nacht und morgen geht es weiter.